Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Jo, ihr seht ja, wir haben die Zyklop gebaut oder auch Big Mama. So, muss ich mir mal gucken. Da ist, das heißt, in der Richtung ist Land auf der Höhe der Hitzesignatur. Das heißt, ich muss gleich einmal wenden. Was ich vorhab, ich möchte mit der Big Mama möchte ich einmal zur Insel rüberfahren. Da waren wir ja erst einmal und ich will da nochmal Welcome raufluschern. aboard, Captain. All systems online. Genau. Und ich hatte mir nochmal die Nachrichten angeguckt von diesem Nachrichtenmodul. Und dort hatte ich eben halt gesehen, dass eigentlich der Befehl lautete, dass wir uns bei der Insel einfinden sollten. Und dann muss ich nochmal schauen. Aber ich wollte mir erstmal Titan 5. Ich wollte mir hier erstmal einen Fabrikator setzen. Können wir eigentlich auch gleich hier bauen. Fabrikator und, obwohl, den können wir auch hier bauen. Bauen wir ihn mal hier hin. Dann kommt hier erstmal ein Fabrikator hin. Und dann wollte ich mir nämlich noch ein paar Boxen bauen. Von denen hier, oder naja, gut, wir haben jetzt momentan wenig Glas, beziehungsweise Quarz. Da müssen wir noch mal ran. So, und was hatte ich noch? Wir hatten noch ein Energieeffizienzmodul. Das werde ich noch mal mit einbauen. So, das sollte passen. So, Energieeffizienz nun bei 400%. Das ist schick. Also können wir auch gleich ein bisschen Energie zurückgewinnen. So, wir haben Wasser dabei. Zu essen haben wir nichts dabei. Müssen wir mal gucken. Soll uns aber jetzt momentan auch nicht jucken. Gut. Ich soll rechts rüber, ne? Ne, wir müssen einmal wenden, müssen wir. Einmal wenden, bitte. Auf die Höhe der Hitzesignatur müssen wir. Da müssen wir hin. Weil mich nämlich mal interessieren würde, ob wir da noch vielleicht noch irgendwas sehen können, immer noch irgendwas finden können. Wobei ich glaube, oder beziehungsweise ich befürchte eigentlich, dass wir da nichts oder jetzt nicht noch mehr finden werden. Denn diese Nachricht, die wir bekommen haben, das war ja ein Hinweis darauf, dass am Hinterteil der Aurora in 750 Meter Entfernung eben halt eine Insel ist und dass wir dazu angehalten werden, dort eben an Land zu gehen, dort zu sammeln und wir dementsprechend auch dort abgeholt werden. Wir waren aber ja schon auf der Insel und wir haben ja auch schon die Basis gefunden, aber die war schon recht verrottet. Also ich denke mal, dass wir dann doch tatsächlich die einzigen sind auf der Insel. Wer weiß. Aber ich wollte sowieso nochmal Richtung Insel. Hatte nur immer andere Projekte auf dem Schirm, auf der Liste. Und ja, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Mache ich das doch mal GAU hier mit der Big Mama. Davon haben wir die Insel auch schon, die noch nicht ganz richtig angezeigt wird. Jetzt lüftet sich der Schleier so langsam. Energie bei 560. Und da baut sich die Insel so langsam auf. Ja, ich muss dann auf jeden Fall auch nochmal schauen, wo wir hier Module herkriegen. Wir werden ja, ich habe ja dieses Energieeffizienzmodul, habe ich schon hinten reingesetzt. Das hatten wir ja gefunden in der Aurora damals. Und ich sehe gerade, da oben ist ja auch noch eine zweite Kapsel da oben. Boah, da waren wir da schon drauf. Ich meine, wir waren nur da oben. Ich kann mich natürlich täuschen.
müssen einmal außen rumfahren. Ehrlich gesagt nicht mehr ganz so sicher. Dann müssen wir eigentlich auch gleich die Küste haben hier, wo wir rauf können. Mensch, wo konnten wir denn hier noch an Land? Ich glaube, da hatten wir, glaube ich, geguckt. Da müssen wir auch schon gewesen sein. Muss auch hier jetzt dieser kleine Küstenabschnitt sein. Da haben wir schon die Aurora. Ach guck mal, das war hier vorne ja gleich. Ah, bin ich direkt drauf losgefahren, drauf zugefahren und trotzdem vorbei. So, okay. Dann gehen wir mal runter. Das gibt's doch nicht. Geh mal kaputt. Mistvieh. Kann ich eigentlich irgendwas noch aus hier rausschnabbeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Na, sieht nicht so aus. Die Nacht bricht herein. Gerade jetzt. Und da sieht man nämlich nicht so wirklich viel. Gut, weil wir hier wahrscheinlich gleich nicht sehen werden, mache ich erstmal hier an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause und melde mich dann wieder, wenn es wieder hell wird. Also, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja. Und ich bin hier mal in den See runtergesprungen. Man kommt hier, glaube ich, auch schon mal drin, meine ich. Hier kommt man eigentlich prima wieder raus durch diesen Tunnelzugang. Das ist natürlich die große Frage. Wo kommt man hier überhaupt hin? Ich habe in der Zwischenzeit schon ein paar Pilze eingesammelt. Kann man die eigentlich essen? Sieht nicht so aus. Anpflanzen kann ich sie auf jeden Fall. So, und da ist eine Basis und da oben ist eine Basis. Vasenpflanze. Knollenbaum. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal alle abgescannt. Pinke Blume. Check. Ich will auch. Na, ich will doch hier noch. Nein, ich will hier hoch.
bin mir, wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir schon auf beiden, in beiden Basen drin waren. Bin mir absolut nicht sicher. Oh, ich glaube, wir segeln hier gleich wieder geschmeidig ab. Ja. Pff. Eine Etage abwärts, danke. Oh, Scheiße. Na gut, wir wissen jetzt zumindest, wie wir hier rauskommen. Mist, ich glaube, wir sind hier auch auf der falschen Seite. So, ich gehe mal den anderen Weg. Was ist das hier vorne? Salz oder das Licht hier? Ich glaube, Salz ist das. Komme ich jetzt aber so irgendwie nicht ran. So, da komme ich auch nicht längs. Gehen wir hier unten lang, oder? Da, 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 da. So. Frage aller Fragen. Gehen wir mal hier lang. Sieht auch schick aus. Da ist die Nordilus. Da könnten wir natürlich mal längs marschieren. Ja, hier oben, da war ja nix. Vielleicht gehen wir mal hier runter. Huch! Komm her, du Vieh. Aber ansonsten ist hier natürlich recht wenig, also... Oh, hier kommt man hoch. Dehydration detected. Okay. Na, zu trinken haben wir dabei, das ist noch nicht das Problem. Ach so, hier waren wir ja schon auf der Ecke. Da unten ist die Big Mama. Und weit und breit ist sie auch nichts zu sehen, außer dann die Aurora nachher. Frage ist, gehen wir da durch oder gehen wir rechts rum? Ich glaube, ich gehe erstmal hier rum. Ich glaube, hier auf der Ecke war ich schon. Ich glaube, dass die hatten wir auf jeden Fall schon gemacht da. Auf der Ecke. Hitzesignatur ist hier unten. Ist natürlich auch interessant, Hitzesignatur hier auf der Ecke. Hier könnte man sich eine zweite Basis schön aufbauen. Ich glaube, auf der Ecke waren wir schon. Nein! Toll. Jetzt bin ich wieder irgendwo runtergefallen. Ach. Sind wir einmal rundherum gelaufen? Das kann natürlich sein. Obwohl, muss ja nicht unbedingt. Ach, hier haben wir auch nochmal so eine schöne Bucht. Das wäre ja auch mal nicht verkehrt. Als zweite Basis. Das könnte man vielleicht nochmal in Angriff nehmen.
eine zweite Basis aufbauen. Wie gesagt, wir haben da unten ja so eine Hitzesignatur. Da könnte man sich natürlich hinarbeiten. Was gibt es hier noch zu sehen? Emergency. Severe dehydration. Ja, ist ja gut. Detected. Seek fluid intake immediately. Stabilizing. So. Da ist die Bucht. Oh, ist ja vielleicht gerade nicht so schlau. Puh. Aber sonst gibt es hier auch... Was haben wir da denn? Da sind auch nochmal Beete, guck mal. Beete, 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 Beete. Melone aufnehmen, sehr gut. Melonen nehmen wir alles mit. Sehr schön. Außenbeetkasten wurde bereits erforscht. Kein Scan notwendig. Außenbeetkasten wurde erforscht. Ich suche aber kein Außenbeet, sondern Innenbeetkasten. Aber hier waren wir auch auf der Ecke. Waren wir noch nicht. Das sieht irgendwie total geil aus hier. Also ich könnte hier einfach nur bleiben und gucken. Echt, das sieht ja so klasse aus. Da können wir eigentlich auch mal hin. Das ist so, sieht mir so nach Sand, so ein bisschen nach Wüste aus da hinten. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da hochgekommen bin. Nein! Nein! Uff. Ich glaube, ich gehe mal wieder ein Stück zurück. Dahin zu der kleinen Straße. Zum kleinen Trampelpfad. Hier komme ich nicht hoch. Mal wieder ein Stück zurücklatschen. So. Na, ja, muss auch noch was essen, aber ich glaube, ich kann die Melonenfutter nicht dabei haben. Essen plus 21, plus 10, plus 6. Vital signs stabilizing. Eine Flasche Wasser ziehen wir uns noch rein. Lithium haben wir hier noch gefunden, okay. Aber da waren wir doch auf der Ecke, waren wir doch eben schon. Es kann natürlich sein, dass das, was wir da hinten jetzt gerade sehen, dass das erst gleich mit Leben gefüllt wird, wenn wir daran vorbeilatschen. Das kann es natürlich auch sein. Ich spring mal hier runter. Ja, siehst du, das dachte ich mir nämlich schon. Das dachte ich mir nämlich schon. Das dachte ich mir schon. Gut, hier sollen wir irgendwie rauf. Wie kommen wir jetzt hier rauf? Wir können es mal von da probieren. Wird, glaube ich, schon wieder dunkel, ne? Wie sind wir denn noch hier nochmal hochgekommen? Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier schon oben drauf war. Das. Ach, guck mal, was ist denn das hier? Da will ich eigentlich rauf. So. Nein, 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 nein. Ah, toll.
Ach, scheiße. Schon wieder abgestürzt. Mist. Ach ja. Naja, gut. Wenn wir mal zusehen, dass ich hier zu meinem Boot komme hier. Zu meiner Nautilus. Zur Big Mama, sorry. Hoffentlich schaffe ich den Weg hier. Mal eben lang. Dann können wir uns die Insel auch mal von unten angucken. Ist ja auch mal ganz spannend. Das sieht geil aus. Das sieht einfach nur geil aus. Und da ist sie auch schon. Ja, also ich habe so den Eindruck, im Abgesehen von der Tatsache, dass ich es nicht geschafft habe, da zu einer Basis da hochzukommen. Ich weiß es, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob man da irgendwie hochkommt. Ich meine, da muss man irgendwie hochkommen. Allein schon von der Logik her, weil ja die Leute, die da gewohnt haben, die werden ja auch irgendwo gekommen sein. Nur wie kommt man da hin? Das ist, wahrscheinlich müsste ich hier irgendwo hoch. Ich will das auf jeden Fall noch mal schaffen. Weil ich glaube, dass ich da eben noch nicht drauf war. Zumindest auf eine von den beiden war ich noch nicht drauf. Oh, da springe ich auch mal wieder zurück. Das ist auch so nervig. Muss es doch irgendwo einen kleinen Weg geben, da hochzukommen. Naja, da kommt man nicht lang. Da komme ich nicht hin. Da muss ich irgendwo, muss ich hier längs kommen. Aber es so richtig funktionieren tut das auch nicht. Da springe ich eher von der Klippe weg als Richtung Inland. Nein, 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 nein. Ja, toll. Ja, schön. Oh Mann. Ah, kann ich wieder außen rumschwimmen. Naja, gut. Die Sonne geht sowieso unter. Da werden wir eh nicht mehr allzu viel sehen. Wenn euch die Folge Subnautica gefallen hat und ihr mehr von Subnautica sehen wollt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge zu sehen bekommen. Ich werde wahrscheinlich doch mal eher auf Wracksuche gehen. Und mal schauen, dass wir da vielleicht nochmal interessante Technologien für die Big Mama kriegen. Ein paar vernünftige Module. Das wäre auf jeden Fall nochmal eins meiner Ziele, dass man hier vielleicht auch nochmal irgendwelche Torpedosysteme oder irgend sowas nochmal mit einbauen kann. Ich weiß es nicht, was es da so gibt für den Zyklopen als solches. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne auf Twitter, auf Facebook vorbei. Teilt da gerne auch die Videos, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns dann auch bald wieder. Macht's gut und tschüss.